Guck mal, die Rohrstöpsel wiederum brauchen weniger. Weißt du was, wir warten erst nochmal die Rohrstöpsel ab, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Warten wir mal. Ah komm, wir warten jetzt eben noch die Rohrstöpsel ab. Das geht ja schneller als die Fassaden. Da will ich mal testen, wofür die sind. So, die ist jetzt gleich fertig. Dann mache ich nochmal eine Fassade, hau hier nochmal ein bisschen was rein und verschwind mal eben. Der Motor wird definitiv nicht überhitzen, das ist schon mal gut. Weil die Setzlinge nicht so viel Hitze bieten. So, hauen hier jetzt wieder Setzlinge rein. Und bin gleich wieder da am Motor. Du wirst eh nicht überhitzen, das ist das Gute. Ah, ist das schön. Wir haben einen alternativen Brennstoff gerade zu Kohle gefunden. Baumsetzlinge. Dann probieren wir mal die Fassaden aus, ob das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle und so. Und wie man die auch wieder abbaut. Ich frage mich gerade, warum ich den normalen Weg hier gehe, wenn ich doch hier unten direkt das... Ah ja. Ich war jetzt auch gerade im Überlegen, fuck, wofür habe ich denn hier die Leiter? Und dann ist es mir wieder eingefallen. Hier müsste ich eigentlich auch noch eine hinsetzen, ne? Ich habe irgendwie nur bis hier gebaut. Müsste die eigentlich jeweils noch eine hochziehen. Ja, ich muss ja sowieso hier das Lagerhaus noch fertigstellen, von daher... So, ab nach unten. Irgendwie gefällt mir das hier auch noch nicht so, aber gut. Das gefällt mir wiederum schon ganz gut. Mittlerweile. Vorher nicht so, aber ich wusste nicht, wie ich das besser umsetzen soll. So, testen wir mal Folgendes. Wir machen jetzt hier ein Stack rein. Machen hier das Rohr mal ganz kurz kaputt. Nehmen den Rohrstöpsel und verschließen das Rohr. Was passiert dann? Werden die wieder zurückgepumpt? Ne, die ploppen dann da an Ort und Stelle raus. Okay. Die ploppen dann an Ort und Stelle raus. Gut, gut, gut. Gut zu wissen. So, warte mal. Jetzt probiere ich das hier. Ich kann die auch wieder komplett normal abbauen. Ah, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Kann ich die auch... Ja, ich kann die auch so platzieren. Funktioniert es dann trotzdem? Bleibt dieser Funktionuckel-Effekt dann behalten? Beibehalten. Es wird trotzdem rausgesaugt. Geil. Geil, 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 geil. Zack. Die ploppen jetzt hier natürlich wieder alle raus. Weil das Rohr hier nicht dicht ist. Ja gut, dann kann ich nur hier keinen vorsetzen, ne? Ne, hier kann ich keinen vorsetzen, weil da kein Rohr ist, sondern der Kolben. Aber ich finde das nicht schlimm, weil ehrlich gesagt, so kann man wenigstens den Kolben sehen, wie er arbeitet und so. Und man sieht wenigstens, dass da irgendwas hinter ist. Kann man denn... Ne, kann man auch nicht von der Seite. Okay. Aber dafür können wir da hinten jetzt eine Fassade vorsetzen. Yay! Ich sprinte mal hier durch. Ich weiß nicht, ob der Trick immer noch klappt mit dem Sprung. Damit man dann schneller ist. Scheinbar schon. Ich versuch's einfach mal. Ich habe mich so mal gerade daran erinnert, dass es diesen Trick gab. Und ich schätze, es funktioniert immer noch, dass man dann schneller ist. Aber man verbraucht, glaube ich, auch mehr Wasser und Essen. Schätze ich jetzt einfach mal. Sieht jedenfalls danach aus. So. Es funktioniert. Vor allem, man hört die ganze Zeit, wie ich hier auf die Tastatur rumhämmer. Alter Schwede. Alter Schwede, ist das laut. So. Ein bisschen Brot. Okay, das für den Weg, ne? Da hätten wir auch so normal rennen können. Ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser. Und dann ab der Post. So, pass mal auf. Hier kann ich ja dann eigentlich einen komplett normalen Cobblestone hinsetzen. Hier kann ich eigentlich einen komplett normalen Cobblestone hinsetzen. Sollte nichts passieren. Ich hänge mal hier eine Fackel und dann eine Fackel einfach mal hin. So, und dann könnte ich theoretisch, wenn das jetzt funktioniert, warum sollte es eigentlich nicht funktionieren, aber gut. Die Fassade dahin klatschen, aber das war ein bisschen, die war ein bisschen falsch platziert. Und da stoppt der Motor auch sofort. Das ist nicht das Hölzerne, das ist das Goldene. So, das ist das Hölzerne. So. So. Geil! Jetzt sieht man nichts von dem Rohrsystem.
Absolut nichts. Alles dahinter. Genial. 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 El genial. Hier sieht man aber, wie der weiterarbeitet. Gut, und wenn man halt zurückpumpen will, dann muss man halt hier einmal kurz den Hebel umlegen und den ausmachen oder so. Ist ja jetzt nichts Tragisches. Geil. Guck mal, da sieht man nur so ein bisschen die Kiste noch und das war's. Der Rest fügt sich da super drüber. Einfach Hammer. Einfach Hammer. Mega, mega einfach. Ja gut, okay, die Herstellung ist momentan noch nicht so einfach. Aber hey, ey, wenn wir ein richtig gutes System da bauen, dann, ey, warum nicht, warum nicht, warum nicht. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch eine Fassade so hinmachen, weißt du? Dann verschwindet das einfach mal schön in der Wand, ohne dass man es sieht. Geil. Geil, wir haben es hingekriegt. Das ist das Größte, was mir in dieser Aufnahmesession passieren könnte. Guck mal, und hier ist jetzt alles schön drin. Hier sieht man dann theoretisch wieder den Motor zwar, aber das macht nichts. Na. Falsch, immer falsch. So. Muss ja auch wieder pixelgenau treffen, aber hier ist jetzt auch die Fassade vor, da sieht man wieder nichts. Genial, einfach nur genial. Hammergeil. Supi. Das finde ich echt supi. Schön. Wunderschön. Bin begeistert. Hier haben wir sogar das Holz. Das wollte ich ja sogar hier hinschicken, wenn ich mich recht entsinne. Weil das muss ich dann ja hier auch nochmal ausbauen, ne? Jetzt haben wir in den letzten Aufnahmen so viel mit diesem Mod gemacht, aber so wenig gebaut und unsere Projekte fertiggestellt. Naja. Das ist es halt. So ist es halt, wenn man den Mod hier... Wenn man hier ganz viele Mods reinhaut, dann will man alles ausprobieren. Das heißt, wir brauchen natürlich auch wieder ewig. Ewige Zeiten. Ich will nicht, dass man das sieht, dass es nach da oben geht. Ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen anders setzen. Und es verschwand in der Wand. Und das Rohr verschwand. So, dann kommt hier die Kiste hin. Hier der Motor. Jetzt habe ich natürlich auch wieder keinen Hebel dabei. Da müsste jetzt auf jeden Fall da der Hebel noch hin. Und ein hölzernes Rohr. So, und vor diesem hölzernen Rohr müsste definitiv... So nicht. Müsste definitiv... Da, die Fassade noch hin. Geil. Hammer. Einzige, was hier dann halt so ein bisschen vielleicht störend sein könnte... Ah, nee, nicht der Kies. Da, der Pflasterstein. Wenn ich hier einen Block hinsetze... Dann muss hier der Hebel hin und ich muss hier einen Wartungsschacht oder da den Wartungsschacht dran bauen. Hier. Damit ich an den Hebel komme, weißt du? Damit ich das auch mal ausstellen kann. Aber ich finde es gut, dass wir das jetzt schon so weit haben. War das die Seite mit dem Booster Rails? Nein. Dann gib mir mal eben hier. Da. Zack, zack. Booster Rails. Schon wieder eine Katze. Alter. Katzenverfolgungswahn. Oh, da oben habe ich noch einen Pinöpel vergessen. Das ist die richtige Seite sogar. Mit den Booster Rails. Aber noch nicht überall sind die verlegt worden. Das heißt, wir verlieren noch hier noch ein bisschen Fahrt. Aber wir kommen von dem einen Bahnhof zum anderen. Oh, das ist so geil. Wir könnten das natürlich auch ein bisschen umbauen noch, aber ne. Ungern. So. Ah, ist das schön. Ah, verdammt. Es ist zwar schön, aber ich habe hier keine Lore gerade. Auf welcher Seite stehen die Loren? Auf der, glaube ich. Ich gehe mal lieber auf der. So. Dann fahren wir jetzt nochmal mit der Bahn zurück hier.
Hilfe, es ist so schnell. Und dann schauen wir uns mal an, wie weit der Motor da hinten ist und wie viele Setzlinge noch drin sind und ob der überhitzt. Und das müssen wir dann halt woanders noch hinbauen. Aber jetzt für den Anfang reicht das erstmal. Können wir die Setzlinge zwar loswerden und müssen immer den Motor zwar beachten, aber wenn ich Projekt BM weitermache, dann können wir da sowas hinbauen. Ja, ihr werdet schon sehen, was das wird. Projekt BM, das wird big. It's something big. Really, really fat and big, man. You know, it's not so small. It's really, really big. So, ich hoffe, der pumpt jetzt das nicht raus. Nein, wunderbar. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Schön, ey. Ich bin gerade so fasziniert von dem Mod und dass das so alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Auch wenn es erstmal ein bisschen hier mit dem Crafting-Rezept und Ausprobieren und überhaupt, dass das nicht so gut geklappt hat. Wie weit bist du? Er hat eine Pause eingelegt, wie mir scheint. Ach, Tatsache, er hat eine Pause eingelegt. Er hat zwar weiter verbrannt und hat alles gespeichert, die Energie und so. Ach, Tatsache, cool. Guck mal, der speichert sich die Energie. Der da. Oh, Mann. Also der da speichert sich die Energie und gibt sie dann nach und nach wieder ab. Das ist ja praktisch. Sobald die Dinger voll sind, geben sie die Energie ab. Mhm. Voll Laser. Krass. Und er hat jetzt uns schon mal hier 6 Grade gecraftet dadurch, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Oder? Nee, hat er nicht. Egal, macht ja nichts. Ich lasse das jetzt noch einmal durchlaufen auf jeden Fall. Krass geil, ey. Ich bin froh, dass das funktioniert. Ich bin sehr, sehr froh, dass das funktioniert. Ist ja auch ein genialer Mod. Muss ich mal einfach mal sagen. Genial. Really, really genial. Okay, es irritiert mich gerade, dass der Motor hier nicht weiterläuft, aber der gibt trotzdem seine Energie ab. Sehen wir ja hier an dieser Energieanzeige. Aktuelle Produktion, 1 Megajoule pro Tick. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt auf F3 gehe und dann da rein, sind es dann weniger Megajoule, die er produziert? Ja, scheinbar. Weil weniger Bilder pro Sekunde oder so. Irgendwie so war das doch. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? 5500. Das heißt, der ist auch bald fertig. Alter, die Kühe gehen mir da oben voll auf den Sack. Die gehen mir so auf den Sack. Geil. Ich habe voll die Riesenidee, aber dazu brauche ich mehr Zeit. Das schaffe ich heute in der Aufnahme nicht. Das schaffe ich heute definitiv nicht, nein. Das gehört ein bisschen mehr Vorbereitung zu. Außerdem muss ich den Dom dann noch fertig bauen, beziehungsweise die Katakomben anfangen. Ah, Junge, Junge, Junge. Immer mehr, was er hier verlangt von Minecraft oder von seinem Let's Play. Gut, dass wir keine zeitliche Begrenzung für dieses Let's Play haben. Sondern ich einfach so lange spiele und so oft spiele, wie ich Bock habe. Übrigens bin ich echt gespannt, ob ihr das erlaubt, dass ich das dann offscreen machen darf mit der U-Bahn. Ich hoffe. Sollten da keine Kommentare zukommen, dann werde ich mir einfach die Frechheit rausnehmen. Das werde ich jetzt schon mal ankündigen, sozusagen. Sollten keine Kommentare kommen, ob ich es offscreen machen darf oder nicht, dann werde ich mir einfach die Frechheit rausnehmen und es einfach mal selbst bestimmen und einfach selbst offscreen machen.